Okay, Digga, spring mal hoch, komm. Ja, okay, warte, warte. Wow, Digga, oh, shit. Alter, 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 what the fuck, Junge. Hey ho Leute, Crimex hier und wie ihr gerade eben schon gesehen habt, zeige ich euch heute, wie ihr eine menschliche Kanonenkugel machen könnt. Was ihr dafür braucht, ist ein Cabrio und müsst euch dafür an diese Stelle auf dem Flughafen begeben, die ich euch hier jetzt gerade auf der Karte zeige. Jetzt müsst ihr mit diesem Cabrio das Verdeck einklappen und euch irgendwie so seitlich in diese Lücke von diesen Rampen oder was auch immer das ist, ja, so reinklitschen quasi, also einfach langsam anfahren. Es geht relativ einfach, vielleicht braucht ihr ein, zwei Mal, aber ja. So, jetzt müsst ihr einfach aussteigen, ihr braucht dafür keine weitere Person. Ihr seht jetzt im Video hier noch Standardskill, der hat das mit mir gemacht. Und jetzt müsst ihr euch einfach nur in den Reifen reinstellen und dann Viereck drücken, also als würdet ihr auf den Reifen draufspringen. Oder was heißt in den Reifen reinstellen, also so lang an den Reifen dranlaufen, dass euer Kopf schon so ein bisschen in dem Reifen drin hängt. Und jetzt einfach Viereck drücken und schon fliegt er hoch. Also wirklich ein Glitch, der sehr einfach zu machen ist. Und wie ihr schon am Anfang gesehen habt, wir hatten wirklich sehr viel Spaß mit diesem Glitch. Und ihr könnt damit einfach so ein bisschen Moorhuhn in GTA verwirklichen. Ja, das war's von mir, Leute. Wie immer würde ich mich über konstruktive Kritik freuen und über eine positive Bewertung natürlich auch. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.